Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier zu einer weiteren Ausgabe von The Chronicles of Myrtana. Ui, ach, Rollos. Ja. Ich möchte mich für die letzte Folge ein bisschen entschuldigen, weil ich glaube, ich war nervlich ein bisschen am Ende. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war, ehrlich gesagt. Ich war so ein bisschen gestresst und so ein bisschen... ich weiß nicht, angenervt von dem Tag, und das habe ich, glaube ich, in der Aufnahme so ein bisschen verhören lassen, glaube ich. Also, es tut mir auf jeden Fall leid. Oh, scheiße. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich so, naja, ich glaube schon, dass ich so ein bisschen genervt aussah, genervt aussah, schon klar. Dass ich mich so ein bisschen genervt angehört habe in der Aufnahme, und dafür möchte ich mich natürlich entschuldigen. Ich habe jetzt ein paar Tage Pause gemacht mit Aufnehmen. Ich habe vielleicht auch jetzt ein bisschen zu viel Acholos hintereinander aufgenommen. Ich hatte an dem Tag 7 Stunden aufgenommen. Also jetzt die letzten Folgen. Das war eine 7-stündige Aufnahmesession gewesen, die ich hintereinander bis auf... Nee, ich hatte eine kurze Pause zwar, aber ich habe eine 4-stündige und eine 3-stündige Session an dem einen Tag gemacht, jetzt die letzten Folgen, letzten 6 Folgen, und war dann wahrscheinlich auch deshalb so ein bisschen durch, sagen wir es mal so. Aber das Problem ist, ich muss aktuell Acholos jetzt so, diese Woche muss ich es auf jeden Fall komplett aufnehmen, weil ja, im Februar habe ich jetzt noch viel zu tun, und im März auch, und ja, Vorbereitungen für den Umzug laufen bereits, die Planung läuft bereits, und ja, ich will mir dafür zwar Zeit lassen, das gebe ich zu, ja, also ich werde wahrscheinlich erst frühestens so im Sommer so umziehen, so circa, spätestens Herbst, aber ich will alles wirklich idiotensicher machen, und dementsprechend, das bedarf meiner Aufmerksamkeit, und es gibt ja auch noch andere Dinge im Leben als zu zocken, und YouTube ist ja auch nicht mein Hauptkanal. So, mein Hauptjob, ne? Okay. Wir müssen eine Expedition vorbereiten. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Genau, ich muss Leute rekrutieren, Kämpfer und ja, Leute, die mir einfach helfen können. Hier wird unter anderem Helga angegeben als erste Anlaufstelle, und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Dafür teleportieren wir uns. Achso, erstmal habe ich hier gerade dieses Buch dieses Wolfs-Dudes gefunden. Das checke ich mir mal kurz ab. Sekunde. Da, das hier. Tagebuch eines Wolfssohns. Das alte Tagebuch, es sieht aus, als wäre es mindestens ein halbes Jahr alt. Oder ein halbes Jahrhundert, Entschuldigung. Vater hatte recht, dieser Ort ist verflucht. Am ersten Tag haben wir nur ein paar Skelette getötet und unser Lager aufgeschlagen. Aber bei Einbruch der Nacht klagten einige der Jungs über seltsame Albträume. Ich sagte dem Kommandanten, dass wir nicht hier sein sollten, dass dieses Land ein Grab ist und wir hier weg müssen. Jetzt gibt es keinen Zurück mehr, das Tor ist geschlossen. Wir haben versucht, es abzubrechen, aber unsere Ramböcke bröckelten daran. Einige haben angefangen, in der Luft zu winken, als würden sie gegen etwas kämpfen. Andere fielen einfach auf ihre eigenen Klingen. Immer mehr Leute springen von den Mauern. Ich kann das ganze Geschrei und Gestöhne nicht mehr ertragen. Selbst wenn ich mir die Ohren zudrücke, kann ich sie immer noch in meinen Kopf hören. Vorfahren, ich bitte euch, verschont mich. Ja, dieser Ort ist verflucht, und Props gehen raus an Kessel und Riordian, dass sie das so eiskalt durchziehen. Wir teleportieren uns jetzt in die Stadt. Ach nein, wir müssen ja wieder den ewigen langen Weg latschen. Oh Mann. Warte mal, wenn ich aber... Nee, die Lurker-Küste nicht. Seemanns-Retreat. Ja, das könnten wir machen. Wir könnten... Bernsteinküste wird aber wahrscheinlich auch gehen. Ich probiere mal kurz was. Oh. Das ist jetzt eher so semi. Wenn ich das darüber nachdenke, ich war hier, glaube ich, noch nicht gewesen, oder? Weil die Sache ist... Oh, Level Up. Gab es hier nicht irgendwie einen Seemann, der uns in die Stadt zum Hafen direkt schippert? Das wäre ja ziemlich cool eigentlich. Ach nee, warte mal, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ah, ja, ja, genau, genau, genau. Genau, und hier muss ich runter... Oh nein, Alter. Warum denn Armbrustschützen? Das war richtig knapp, Alter. Das war ultra knapp. Das hätte auch mal gut ins Auge gehen können, ehrlich gesagt.
geht. Ah, da unten ist noch einer. Oh Gott. Ja, das wird, puh. Oh, okay, okay, okay. Protokoll. 10 Stärke brauche ich noch dafür, okay. Überlebe ich den Sprung hier runter? Das ist doch einer von Volkers Männern, oder? Ja. Okay, den würde ich jetzt erstmal nochmal ganz kurz aus dem Weg gehen. Oh, was denn hier? Hier ist irgendwas, guck mal. Ein Geschwindigkeitstrank, ne, den nehmen wir doch gerne mit. So, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass ich hier pennen kann. Da unten ist ein Boot. Jetzt ist die große Frage, kann mich hier irgendwer in die Stadt tuckern? Das wäre eine nice Sache. Fischer, Fischer, danke. Chwila. Bitte sag mir, ja, danke. Zabierz mnie do... Bring mich bitte zum Hafen. Portu. Ależ oczywiście. Ale oczywiście. So, und wir sollen hier einmal mit dem Bootsbauern quatschen und mit diesem Dude von der Händlergilde. Wenn ich mich richtig entsinne. Das hätten wir jetzt einfach mal machen, bevor ich zur Helga gehe. Ach ja, das ist dieser faule Fisch, den ich irgendwann weggeworfen habe. Ich frage mich ja, ob mich die Südländer hier im Hafen irgendwann angreifen werden. Weil ich habe ja beim Gerichtsurteil, habe ich ja ausgesagt, dass Blake die Stadt unterwerfen will. Also ich habe quasi gegen unsere Vereinbarung verstoßen, bin gespannt, ob mich irgendwann angreift. Hier, dieser Barin hier. Werden sie lange in diesem Hafen stecken bleiben? Długo zamierzasz tkwić w tym porcie? Chyba już ci mówiłem, czemu tu jestem, nieprawdaż? Poza tym, cóż lepszego mam do roboty? Jedyne statki, które kursują, to te z więźniami, płynącymi na Korinis. Szukam ludzi do wyprawy. Słyszałem, że na wyspie nikt inny nie zna się na drewnie tak dobrze jak ty. Wypływasz w otwarte morze? Miałem na myśli wyprawę do podziemi. Twoje wsparcie byłoby tam równie nieocenione, co na morzu. To jak będzie? Dogadamy się? Gdzie i kiedy mam się stawić? Okay, da macht einfach mit, ja? Tak szybko, jak tylko możesz. Ruiny Vardal. No, no. To się nazywa niecodzienny cel wyprawy. Cholera. Wszystko jest lepsze, niż sterczenie tutaj z lunetą w ręku. Widzimy się na miejscu, chłopcze. Das war tatsächlich einfacher, als ich dachte. Also Varin haben wir jetzt schon mal rekrutiert, der geht jetzt zur Vardal-Ruine. Ich bin gespannt, ob er es überlebt im Normalfall. Also ich denke mal schon, aber... Okay, never mind. Jetzt, warte mal, wen müssen wir jetzt noch rekrutieren? The workers the craft. Kessel told me to recruit Duster and Varin. Apparently in a fine booth in the shipyard. Duster. Ja, Duster. Ich erinnere mich an Duster. Das ist einer der Wachen gewesen, der hinten auf der Kaimauer stand. Mit dem habe ich sogar schon mal kurz geschnackt. Ich erinnere mich an Duster. Duster. Ich erinnere mich an den. Ja. Schauen wir mal, ob wir den jetzt rankriegen können. Oh, da unten ist ein Schmied. Den werde ich auch gleich mal kurz besuchen. Du bist Duster. Nee, warte mal, verdammt, du bist eine verdammte Stadtwache. Wo ist denn das da nochmal? Ich dachte, das wäre einer von den Streitkräften hier. Okay. Verdammt, wer ist nochmal das da? Der Name kommt mir so bekannt vor. Ich bin einfach nur ein random Bürger, okay. Wo ist dieser verdammte das da? Stój! Nikt nie może zbliżać się do skrzyni. Okay, niemand darf sich bei den Kisten aufhalten, alles klar. Wer war nochmal dieser Duster? Oder auch Duster genannt? Beim Hafen, Shipyard, irgendwas, keine Ahnung. Also bei der Schiffswerft, irgendwo hier. Der Ruth, der Kranarbeiter, die Stadtwache. Arbeiter. Ich gehe jetzt jeden einzelnen hier ab, den ich finden kann. Arbeiter, Arbeiter, okay. Wo finde ich nochmal diesen Duster?
Duck hieß der, verdammt. Ich dachte kurz, vielleicht ist das ja hier der Chef der Schiffswerft. Aber eher unwahrscheinlich, dass es einer machen würde. Also der Varin, so wie ich das jetzt verstanden habe, haben wir den Varin rekrutiert für... Ja, für Holzarbeiten. Der kennt sich wohl gut mit Holz aus. Ich weiß zwar jetzt nicht ganz, warum wir einen Holzarbeiter brauchen, aber... Das Spiel wird es mir schon erklären, denke ich mal. Und dann werde ich es auch verstehen. Höchstwahrscheinlich. Hoffe ich jedenfalls. So, verdammt, wo ist denn hier der Duster? Der Name kommt mir so bekannt vor. Ich habe den irgendwo schon mal gesehen und gelesen. Aber shit, ich weiß nicht mehr wo. Ich weiß einfach nicht mehr wo. Bist du Duster? Nee. Wer ist Duster? Ich gehe jetzt hier jeden einzelnen Dulli am Hafen durch, bis ich den finde. Hier geht's hoch. Oha. Okay. Alarm! Ja, alles klar. Alarm! Okay. Alles klar. Alles klar. Also, ich hätte erstmal mit denen gequatscht und gefragt, was sie hier wollen, die Jungs, aber es scheint ein kleines Banditenversteck hier zu sein. Naja, wirklich wertvollen Shit haben die jetzt hier nicht dabei, aber gucken wir uns einfach mal die Kisten an. Links, rechts, links. Oh, Felle, warte mal. Die kann ich doch bei dem Jäger in Silbach verscherbeln, oder? Okay, links, rechts, 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 links. Links, rechts, 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 okay. Schwerer Jagdgürtel. Mhm. Kleiner Köcher mit Pfeilen und Bolzen. Bolzen sind immer gut. Ja, das hat sich eigentlich gelohnt, herzukommen. Vor allem wegen den Fellen. Sind da auch noch spezielle Wolfsfelle dabei gewesen? Die könnte ich theoretisch bei irgendeinem Jäger hier in der Stadt sogar abgeben. Wildschweinhaut, Razorhaut, Snapperhaut, Wagfell. Okay, keine speziellen Wolfsfälle. Vielleicht kann ich die alle hier bei diesem, ich glaube Markus hieß der, in Silbach abgeben. Schauen wir mal. Aber erstmal muss ich einen Typen namens Duster finden. Einer von euch hier? Nee. Bist du Duster? Nee. Pokaż mi swoje towary. Der sieht ein bisschen aus wie Gorn in Jünger. Gorn war in seinem Leben vor der Barriere, war der ein Händler. Kann ich mir bei Gorn halt gar nicht vorstellen. Wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, was Gorn in seiner Zeit vor der Barriere wahrscheinlich gemacht hat. Er war wahrscheinlich auch vorher schon ein Krieger gewesen. Oder er war Mr. Kurinus, bevor es Jorgenson geworden ist. Das kann natürlich auch sein. Jorgenson hat dann einfach nur Gorn als Mr. Kurinus abgelöst irgendwann. Mensch, wo ist denn dieser verfluchte Duster? Tja, okay, ich gehe jetzt erstmal zu Helga. Pfeif drauf. Vielleicht ist Duster ja irgendwie hier bei Helga drin, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ist ja zu einfach. So, verkaufen Sie Lebensmittel in größeren Mengen? Sprzedajesz jedzenie w większych ilościach? Jeśli klient ma pełną sakwę, to mogę przygotować całą ucztę. Oczywiście nie opróżnię całej spiżarni dla jednej osoby, bo co bym później zaserwowała reszcie? Wie viel wollen Sie für eine Packung Proviant? To jak? Ile chcesz za pakunek prowiantu? Jeśli jest dla ciebie, to potraktuj to jako prezent. Dość mi już pomogłeś do tej pory. Ale jak się dowiem, że powiedziałeś komuś o tym, że rozdaję żarcie za darmo, to pożałujesz. Boah, die schenkt mir Essen. Wie nett ist das denn? Ich brauche Informationen. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz? Ich suche Ideen für ein gutes Einkommen. Nee, eigentlich nicht. Ich suche nach allen möglichen Wolfspelzen. Ich suche nach Krieger für einen gefährlichen Auftrag. Ja, wir machen erstmal das mit den Wolfspelzen. Poszukuję najróżniejszych wilczych skór. Zostałeś kolekcjonerem? Mam wrażenie, że połowa miasta coś teraz zbiera. Ze skórami wilków, czarnych wilków oraz wargów nie powinieneś mieć większych problemów.
Najbardziej unikatowe skóry, jakie przychodzą mi na myśl, to skóra pustynnego wilka i skóra lodowego wilka. Tę pierwszą często wykorzystują do swoich posłań południowcy. Z pewnością część z nich nosi je też przy sobie, by się ogrzewać. W ostateczności również handlarze różnościami powinni je mieć w swoim asortymencie. Jeśli chodzi o skóry lodowych wilków, to Nordmarczycy przekazują je przyjaciołom jako symbol szacunku. Ale na to będziesz musiał najpierw odpowiednio sobie zasłużyć. Są jeszcze orkowe psy, ale żeby je spotkać, musiałbyś najpierw znaleźć jakiegoś orka. A przecież, jak powszechnie wiadomo, na naszej wyspie nie ma żadnych orków. Ja, es gibt keine Orks auf Arolos. Natürlich gibt's keine Orks. So, jetzt baue ich aber nochmal hier. Pytaj, o co chcesz? Informationen über Krieger. Szukam wojowników do bardzo niebezpiecznego zadania. W moim zawodzie już zdążyłam się przekonać, że niektóre informacje niosą więcej problemów niż złota. Więc nawet nie będę cię pytać, co to za misja. A jeśli chodzi o wojowników, zastanówmy się... Właściwie to jeden z nich siedzi tuż obok. Facet jest wielki jak góra i tylko straszy mi pozostałych klientów. Mówił, że nazywa się Ben. Jeśli go stąd weźmiesz, to będę ci dozgonnie wdzięczna. Jest jeszcze taki jeden facet, co to zawsze przechwala się swoimi wyczynami i wyprawami. Nawet chciał mi kiedyś wcisnąć książkę o wszystkich jego osiągnięciach. Miał takie ładne imię... Griff. Z tego, co kojarzę, to aktualnie przesiaduje w gildii kupieckiej i próbuje sprzedać wszystkie rupiecie ze swoich wypraw. Parę dni temu jakiś bogacz wpadł do nas po drodze do Mrocznych Tajemnic. Skarżył się, jak to jakaś kobieta z wielkim młotem przegoniła go z Austerii Ernesto. Chyba nazywała się Ilse. Jeśli jest choć w połowie tak groźna, jak to opisywał, to podoła każdej misji, jaką sobie wymyślisz. Słyszałam też plotki, że podobno w Silbach pojawił się jakiś wilczy syn, który uczy wieśniaków machać mieczem. Brzmi to jak zwykły bełkot pijanych farmerów, ale wilczy synowie to naprawdę wyśmienici wojownicy. Może warto sprawdzić ten trop? Wiesz, jest jeszcze jedno takie miejsce, jeśli za wszelką cenę szukasz kogoś, kto zna się na walce. Podobno gdzieś na południu wyspy jest jakieś miejsce, gdzie zbierają się wszystkie najgroźniejsze typy z okolicy. Może tam powinieneś popytać? Nikt więcej nie przychodzi mi już niestety do głowy. Informacja na koszt firmy. Podziękuj Kesselowi. Skąd wiesz o Kesselu? Chłopcze, mam swoje źródła. Dalej się o tym nie przekonałeś. Poza tym uważaj na ludzi Volkera. Sporo o ciebie pytali. Gdyby ktoś pytał, to ta rozmowa nigdy nie miała miejsca. Ah, also Helga gehört, glaube ich, auch zum Ring des Wassers. So wie ich das gerade ausgehört. Ja, Big Ben soll hier sein, das müssen wir erst mal kurz überprüfen. Uważaj, ten facet jest jakiś szalony. Benny, mein alter. Mein alter Kumpel. Ich hab Geld für dich. Hä, wieso zittert Marvin denn jetzt? Seht ihr das? Hier, der zittert irgendwie. Warum denn, Alter? Ist doch bloß Ben. Niemand Gefährliches. Ben, co tu robisz? Miałem już dość tego obrzydliwego bagna, więc przeniosłem się tutaj. Ci idioci tutaj boją się mnie jeszcze bardziej niż tamci z przystani. Ich brauch deine Hilfe. Mam do zaoferowania robotę dla prawdziwego twardziela. Patrzcie go. Najpierw mi głowę na przystani zawracał, a teraz robotę oferuje. Dobrze. Mów, o co chodzi. I najlepiej zacznij od określenia wysokiej zapłaty. Wyruszam do ruin Vardal i szukam najlepszych wojowników na wyspie. Vardal? Słyszałem o tym miejscu. Podobno można w nim znaleźć sporo skarbów z czasów Wolfzaka. Cóż, normalnie bym stwierdził, że na głowę upadłeś. Ale znam cię. Wiem, że mówisz poważnie. Pójdę z tobą i przygarnę sobie część tego, co znajdziemy. Sporą część. Na razie. No, okej, okay, das war einfach. Cholera! Wynoszę się stąd! Okay, Ben konnten wir rekrutieren. Sehr gut. Ich hab schon echt gehofft, dass wir den irgendwie nochmal sehen werden. Das freut mich sehr, dass er tatsächlich jetzt nochmal mit am Start ist. Und das ist echt cool. Sie hat mir noch viele andere Hinweise gegeben, wo wir noch Krieger finden können. Zum Beispiel der Wolfssohn Harvard, der in Silbach trainiert, den haben wir auch schon getroffen. Rumor has there's some skilled warriors in the Scoundrels Haven.
The question is, who among the bunch of Scrounders can I trust? Also wahrscheinlich auch jetzt hier im Süden, im Sumpf da unten, ja, wo wir schon waren. Ben agreed to help me. A mercenary named Griff might be able to help with some expedition. He had adventures already. I can find him at the guild headquarters. Okay, den finden wir quasi bei der Händlergilde. Da gehen wir auch gleich hin. Aber ich suche jetzt nochmal diesen Duster hier. Der muss ja angeblich irgendwo hier im Hafen sein. Ich finde den nur einfach nicht. Der muss ja irgendwo hier sein. Duster, Duster, Duster. Wo bist du? Der Name kommt mir so bekannt vor, aber ich weiß einfach nicht mehr, wo ich den gesehen habe. Ich war mir eigentlich 100% sicher, dass das so eine Stadtwache war, die hinten an der Kaimauer rumgammelt. Ich war mir so sicher. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Belegschaft. Apparently I can't find both of them. I can't find both of them. Also beide near the shipyard in the harbor. Also in der Nähe der Schiffswerft. So wie ich das jetzt verstanden habe, ne? Das sind aber nur Arbeiter hier. Ich muss diesen Duster jetzt unbedingt finden. Wo ist er? Wo ist er nur? Aber ich habe jetzt hier schon jeden einzelnen abgecheckt. Also ich meine, vielleicht auf dem Schiff war ich da drauf noch nicht. Vielleicht muss ich noch aufs Schiff drauf gehen. Vielleicht kann ich auch nochmal den Root fragen, ob es hier einen Typ namens Duster gibt. Ne? Das kann natürlich auch sein. Ah, nee. Wo ist der Typ namens Duster? Der Varin war ja relativ einfach zu finden. Vielleicht heißt hier einer von den Duster. Die beiden sehen mir etwas seltsam aus da. Das sind aber nur zwei ganz normale Seeleute. Ich glaube, der Duster ist wichtig. Ohne den Duster komme ich hier, glaube ich, nicht weiter. Hey, wer bist du denn? Nur ein Arbeiter. Ich gehe jetzt hier nochmal die Mauer hoch und gehe jetzt nochmal nach links rum. Quasi bis zum Turm, bis zur Bastei da vorne. Vielleicht habe ich die Person, die dort vielleicht ist, einfach übersehen. Da ist nämlich noch eine Person. Vielleicht ist das da. Was genau wird das, wenn es fertig ist? Garus. Hey! Wer bist du? Kim jesteś? Czy możemy poczekać z tą rozmową? Jestem w trakcie pewnych kalibracji. Er kalibriert diese Kanone. Das sah aber gerade ziemlich okay. Wellenbrecher-Freund es mir sagen. Ja, ja, ich war mir nämlich sicher, dass das da einer von den Soldaten ist. Das sieht irgendwie sehr falsch aus, was der mit dieser Kanone macht. Hey. Wer bist du? Czy możemy poczekać? Jestem w trakcie. Bin hier mitten einer Kalibrierung. Was kalibrierst du denn? Willst du da hinten irgendwas abschießen oder was? Tja. Okay, was soll ich denn jetzt machen? Ist der Duster hier irgendwo? Oh, da oben ist übrigens ein Geldbeutel, sehe ich gerade. Vielleicht komme ich da irgendwie noch ran. Ich frage mal kurz die Stadtwache dort. Ich rede mal kurz mit der Stadtwache hier. Vielleicht kann die mir einen Hinweis geben, weil ich meine, Duster hätte ich das letzte Mal hier getroffen. Hey. Ich suche... Oh Mann, ich bin so dumm. Ich hätte einfach mal ansprechen müssen. Ich suche Duster. Szukam Dustera. Tutaj go nie ma. Z tego, co mi wiadomo, udał się w okolice lasu na południowy zachód od miasta. Jeśli to coś ważnego, to tam go szukaj. In den Wald südwestlich der Stadt. Also quasi Richtung Vardal-Ruine schon. Okay. Seltsam. Und was sagt mir das jetzt hier? The guard on the breakwater told me I could find Duster near the woods southwest of the city. Okay. Alles klar. Na gut.
Ja, dann werde ich erstmal nochmal zur Händlergilde gehen und nochmal diesen anderen, diesen Griff, diesen Söldner irgendwie ansprechen. Der Name kommt mir auch bekannt vor, ich kann aber auch gerade nicht hier auch nicht kategorisieren, woher ich den kenne. Komm, wir werden das Ganze jetzt mal hier ein bisschen beschleunigen. Wozu habe ich Speedtränke, wenn ich die jetzt nicht verbrauche? Aber okay, habe ich die Sache mit Duster erstmal geklärt. Das ist ja schon mal ein Anfang. Warte mal, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal ganz kurz reinchecken. Stone, she's got Ben, den haben wir. Helga Thing müssen wir. Griff, den holen wir jetzt. Und danach haben wir. She's something about some troublemaker who hangs in out in Old Town, I suppose. Ach ja, Ilse, die haben wir schon getroffen. Die kann ich noch mal finden hier. Hm. Okay, also nur die Ilse noch, die in der Stadt ist. Also dieser Griff und die Ilse, die noch beide hier in der Stadt sind. Ilse habe ich ja verprügelt und ihren Hammer abgenommen, den ich, glaube ich, auch schon mittlerweile verkauft habe, oder? Ja, ich glaube, Ilses Hammer habe ich schon vertickt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht ein Problem wird. Das wäre schlecht. Oh, es wird schon gehen. Das wird schon gehen. Das wird schon gehen. Gehen wir erstmal zur Händlergilde. Wie gesagt, dieser Name. Oh nein, was ist das jetzt hier, wenn es fertig ist? Nö. Przecież nie śpię na złocie. Och Leute, ich hab kein Geld für euch. Złoto nie rośnie na drzewach. Ty frajerze! Następnym razem lepiej miej ze sobą złoto, inaczej gorzko pożałujesz. Ja, ja. Ich mach euch alle fertig, keine Sorge. Achso, ich dachte gerade, die greift mich jetzt an. Naja, die können mich meinetwegen gerne angreifen. Ist mir egal. So, jetzt gehen wir erstmal zur Händlergilde und suchen nach einem Typen namens Griff. Söldner, Söldner, ja, ja, her mit dem Geld. Dokan, Karamon, Salzer, reisende Händler. Garros. Ach, der Typ hier. Szukasz może jakiegoś lepszego pancerza? Bez urazy, ale to co masz teraz wygląda jakby miało się zaraz rozlecieć. Dir gefällt meine Rüstung nicht? Nie podoba ci się mój pancerz? Spokojnie, to tylko przyjacielska rada od kogoś, kto przeżył już niejedną bitwę. Posłuchaj, gdy odwiedzałem Nordmar, pomogłem jednemu z przywódców tamtejszych klanów. W ramach podziękowania przekazali mi jeden ze swoich pancerzy. Naprawdę solidne rzemiosło. Niestety, niezbyt dobrze na mnie leży i zwyczajnie mi w nim gorąco. Ja tam wolę mieć na sobie coś lżejszego. Jeśli jesteś nim zainteresowany, to może trafić w twoje ręce. Okay, dann will mir eine Rüstung aus Nordmar geben, okay. Und wer bist du? Hej, kim jesteś? Nazywam się Griff. Gdziekolwiek można przeżyć wartą spisania przygodę, jestem także i ja. Polowanie na trolle? Robiłem to. Wspinaczka na wulkan? Można, czemu by nie. Opłynięcie wyspy? No mało co nie zostałem pożarty przez morskie potwory, ale zrobiłem to. Okej. A du gibst mir die Rüstung umsonst, oder was? Tak sobie oddasz mi go za darmo? Tutaj pojawia się mały problem. Pancerz swoje już przeleżał i nie jest w najlepszym stanie. Ale znam kogoś, kto chętnie go naprawi. Wystarczy, że przyniesiesz mi trochę złota i potrzebnych materiałów. Okej. Gold und Material will da um diese Nordmar-Rüstung. Ja, ich frag gleich mal danach. Aber erstmal will ich dem, zu dieser Expedition dazu holen, ist wichtiger gerade. Masz planach kolejną wyprawę? Cały czas o tym myślę, ale to musi być coś niesamowitego. Nie można spoczywać na laurach. Każda kolejna przygoda powinna być większa od poprzedniej. Tak więc, póki nie wymyślę czegoś, co naprawdę wstrząśnie wszystkimi, to korzystam z uroków miejskiego życia i sprzedaję różne pamiątki z moich wypraw. Ja, ich hab einen Vorschlag für dich. Mam dla ciebie pewną propozycję. Szykuję wyprawę do ruin Vardal i szukam doświadczonych wojowników. Jesteś zainteresowany? Ach, to miejsce. Jeśli mam być szczery, to sam od dawna o tym myślałem.
ale samotna wyprawa to byłoby samobójstwo. Skoro mówisz, że to większa wyprawa, to istnieje szansa, że wyjdziemy stamtąd żywi. Oczywiście, że jestem zainteresowany, ależ to będzie materiał na opowieść. Będę tylko musiał zostawić te wszystkie drobiazgi komuś z gildii do ochrony. Wolałbym nie dźwigać tego wszystkiego przez całe ruiny. Jeśli chcesz coś kupić, to ostatnia okazja. Okej, ich kümmere mich darum. Dobrze, wegen der Rüstung. Przynieś wszystkie przedmioty z listy, a ja zajmę się resztą. Naja, ich guck mir die Liste wenigstens mal an. Ich weiß halt nicht, was er da jetzt haben will. Oh Gott, wo wird die jetzt sein? Korridore von Varda. Eine kurze Beschreibung über die unterirdischen Gänge. Okay, das kann ich mir durchlesen, wenn es weit ist. Gefahrenbereiche, Information, Flüchtlingsfälle. Oh Gott, jetzt geht das los, Alter. Moritzkarte, Acholos, blub, 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 blub. Rüstungsmaterial von Griff, hier. Griffs alte Rüstung. 1200 Gold, ein Nugget magisches Erz, eine Haut des Wolfes von Nordmar, zwei Bärenfälle, ein Schwarzbärenfell, vier Troll-Reißzähne. Das wird nichts werden, das sag ich so, wie es ist. also, ja. Komm, los geht's. Szykuj się do wyprawy. Jasne, do zobaczenia na miejscu. Oh, das ist ein Einhandkämpfer, interessant. Cool, cool. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal den zweiten, das ist schon mal sehr nice. Jetzt, kann ich überhaupt noch mit dem Typen handeln, wenn ich jetzt gar kein Mitglied der Händlergilde mehr bin? Nee, kann ich nicht. Kann ja auch höchstwahrscheinlich nichts mehr lernen, aber das ist nicht schlimm. Gibt noch, ich brauche eh noch erstmal Level up, bevor ich hier was lerne. Oh, ich glaube, das Wolfmesser mitzunehmen wird mir wahrscheinlich Ärger in Handel, nehme ich mal an. Ja, oder auch nicht. Messer und Bier, das gönne ich mir. Kann ich dir irgendwas verkaufen? Ich muss ein bisschen Zeug loswerden. Chętnie obejrzę twoje magiczne przedmioty. So. Hier zum Beispiel so Einhandwaffenkram, den ich nicht brauche. Das Ding kann weg. Das will ich behalten auf jeden Fall. Den würde ich auch mal noch behalten. Den auch. Das sowieso. Das auch. Ästezerstörer. Ist eine Einhandwaffe. Okay, kann weg. Boah. Kann ich aber, glaube ich, noch nicht tragen, ne? Oder? Doch. So ein orkisches Schwert. Ah, das sieht auch schon nice aus, muss ich sagen. Ich mag diese orkischen Schwerter. Die sind echt geil, diese Elite-Schwerter. Ich mag die sehr. Die sind wirklich klasse. So, kann ich dir irgendwas verticken? Halt, stopp. Erstmal, ich habe Haufen Pfeile und so ein Kram hier. Die Pfeile werde ich nicht verkaufen, die werde ich auf jeden Fall in Bolzen umwandeln. Ich habe 118 Silbernuggets. Wenn ich die jetzt verkaufe, dann weiß ich genau, dass ich die in der nächsten Folge brauche für irgendwas. Bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. So. Pohandlujmy. Pohandlujmy. Ja, Devious Schwert, ich weiß nicht, also. Großaxt, schwere Orkaxt, Splitter, arme Klinge, Orkhammer, Axt. Diese Axt. Tja, diese benannten Waffen hier. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich die gebrauchen könnte, aber. Ich müsste jetzt hier erstmal schnell aus. Das behalte ich. Der Bogen kann weg. Die Armbrüste können alle weg. So, jetzt haben wir schon mal 2500 Gold wieder. Und das können wir sicherlich irgendwie mal wieder gebrauchen. Achso, mein Speedtrank ist irgendwie ausgegangen. Sorry, Leute. Da schmeißen wir kurz mal nach. Hier, zack. Achso, halt, stopp. Ich muss ins obere Viertel, dafür muss ich hier lang. Da. So, oh shit. Ach ja, genau. Volkers Männer greifen mich ja gar nicht an.
Also kann ich einfach ganz entspannt vorbeitingeln. Ja, und diese Ilse, die soll irgendwo, die war ja meines Wissens nach bei der Kneipe. Und oh Gott. Erstmal kurz den Kram gesnackt und 300 Erfahrungspunkte. Wo waren die Ilse nochmal? Hier drin war die Ilse irgendwo, ne? Da. Hey, du. Frauenpower. Niezły młot. Jesteś poszukiwaczem przygód? Nie znoszę tego zwrotu. Ale tak, można tak powiedzieć. Podróżuję po naszym królestwie i szukam miejsc, gdzie można dobrze zarobić. Za ciekawą pracę. Gdybym tylko wiedziała, że na tym Archolos jest tak nudno, to popłynęłabym prosto na to cholerne Korinis. Cóż, przynajmniej wino i jedzenie jest tu tak dobre, jak to wszędzie opisywali. Ich habe jetzt leider ihren Hammer weggenommen. Ich hoffe, die kriegt eine neue Waffe. Ich bereite mich auf eine bestimmte Expedition vor. Ich brauche dich. Przygotowuję się do pewnej wyprawy. I szukasz do niej ludzi. Jasne. Powiedz mi tylko, co w tym wszystkim będzie dla mnie. Dieser Ort, den wir gehen, ist voller Schätze. Miejsce, do którego ruszamy, jest pełne skarbów. Oczywiście, bo po co innego gdzieś wyruszać, jeśli nie dla prastarej legendy o górach złota? Słyszałam już takie historie setki razy. Większość z nich to zwykłe wymysły wioskowych nieudaczników, którzy potrzebują o czymś marzyć, by zapomnieć o własnej biedzie. Ale skoro ty w tą wierzysz, to może i ja zaryzykuję. W końcu zdajesz się mieć łeb na karku. I nawet walczysz niczego sobie. Ja, ich hab die ja im Kampf besiegt. Deshalb ist sie jetzt bereit, mit mir dahin zu gehen. Spotkajmy się przed wejściem do ruin Vardal. Do zobaczenia na miejscu. Und sie hat wieder ihre Waffe, sehr schön. Ein Job für harte Jungs, ja, da muss auf jeden Fall auch eine Frau dabei sein, finde ich. So, jetzt haben wir drei rekrutiert. Ilse Streaming of Gold and Adventure joined our expedition, okay. Das heißt, drei haben wir jetzt schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch diesen Duster und noch Harvard. Ich würde Harvard gerne mitnehmen, weil der war echt nett. Das ist echt ein netter Kerl und den hätte ich ganz gerne dabei bei dieser Expedition, ehrlich gesagt. Witam. Chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz w naszym wspaniałym Archolos? Nie musisz odpowiadać. Nie ma się czego wstydzić. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Nieprawdaż? Nazywam się Furek i zajmuję się wszystkimi zagubionymi w tym wielkim mieście. Jest może jakieś konkretne miejsce, w które chciałbyś się dostać? A może zainteresuje cię któraś z naszych map? Das ist so nie zapomnij bitter. Też odwiedzić naszego straganu pomiędzy koszarami a starym miastem. Das ist so bitter, dass ich halt durch das andere, durch die Kanalisation reingekommen bin in die Stadt und somit nicht die Chance hatte, erstmal eine Karte zu kaufen, ne? Und ich ewig nach der Karte damals gesucht habe. Dieses riesige Orkschwert, ey, das ist so cool. Ich mag das auch schon in Gothic 1. Ich mochte das auch schon in Gothic 1. Ist zwar jetzt hier natürlich relativ schlecht im Vergleich zu den Waffen, die ich schon nutzen kann, aber ja, whatever. So, südwestlich soll ich nach dem Duster suchen. Südwestlich von der Stadt soll der sich aufhalten. Bin gespannt. Oh nein. Das ist jetzt natürlich schlecht. Oh, das werde ich wohl verlieren. Oh, Alter, ich bin gleich tot, bruh. Okay. Schieß doch! Warum schießt er nicht? Warum hat er denn jetzt nicht mehr geschossen? Er hat nur einen Schuss abgesetzt und dann nichts mehr gemacht. Jeszcze cię torwę. Teraz cię mam. Ey, das schaffe ich nicht, oder? Boah, mit ganz viel Glück. Mit ganz viel Glück habe ich das noch überlebt. Die Söldner hier, die sind so ein bisschen wie die Suchenden in Gothic 2 irgendwie, ne? Die lauern überall jetzt rum, ne? Und spüren dich auf und machen dich halt platt. Oh, den Trank muss ich mir unbedingt aufheben. Ich weiß halt auch überhaupt nicht, was hier... Ob es hier überhaupt einen Endkampf oder sowas gibt. Ich habe absolut keine Ahnung. So, also nochmal. Südwestlich der Stadt. Nächstes Mal trete ich die Flucht nach vorne an. Ah, hier sind jetzt überall Razors und so. To
Poddałeś się. O nein. Ah, der Schaden ist okay. To już koniec, śmieciu. Okay. So, natürlich war es auch schon wieder ewig her, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Wer hätte es gedacht? Ja, südwestlich der Stadt. Ich habe, by the way, eine Idee, wo ich da jetzt mal hingehen könnte, gucken. Und zwar erinnert ihr euch noch, bevor ich das erste Mal in der Stadt war, habe ich hier im Wald eine alte verlassene Holzhütte. Oh, Orc Scouts hier in den Büschen vor der Stadt. Sehr interessant. Vielleicht ist das da irgendwie den Orks zum Opfer gefallen. Das wäre natürlich ganz schön schlecht, wenn er tot wäre. Nee, aber ich zeig gleich nochmal, welche Hütte ich meine. Erstmal bringe ich den Schattenlauf hier schnell zur Strecke. Verwandlung in eine Schattenbestie, das ist natürlich sehr nice. Und zwar, also erstmal heile ich mich kurz hoch. Ah, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Axttyp. Ich hoffe, dass ich jetzt nochmal schnell auf 10 Stärke komme. So, und zwar da hinten in diesem kleinen Waldstück, da ist noch eine alte verlassene Hütte. Und da gehe ich jetzt erstmal hin, bevor ich jetzt hier weitergehe. Weil ich wissen will, ob der vielleicht da gerade da hinten in dieser alten Bruchbude ist. Oh nein, zwei Söldner, dein fucking Ernst. Oh nein, also einer ist schon, ne? Einer ist schon nicht so ohne, aber zwei ist schon heavy. Ich überlege, ob die Verwandlung in ein... Wo habe ich denn die Rüstung eigentlich? Ja, die gleich... Achso, die habe ich irgendwo gefunden, nochmal in der Stadt, ne? Tja, großer Feuersturm kann ich sowieso nicht nutzen. Snapper beschwören hingegen wäre ganz cool. Vielleicht kann Eisblock jetzt mir hier nochmal helfen. Okay, Kollege, dein Ernst jetzt? Das ist jetzt richtig schlecht gelaufen. Und lass mich raten, der ist jetzt oben schon wieder aufgetaut. Alter. Was ist das hier, Alter? Oh, natürlich geht das Vieh auf mich. Ach, fuck, Alter. Was ist denn das, Alter? Das ist so random gerade gewesen, Alter. Aber gut, was soll's. Die haben immerhin nett Geld dabei, ne? Und Tränke, das ist nicht zu verachten. Ich glaube, das ist eine Balancing-Maßnahme vom Spiel. Es kann sein, dass der Duster da hinten von irgendwelchen Volkersleuten gefangen genommen wurde, aus irgendeinem anderen Grund, der mir vielleicht jetzt gerade nicht geläufig ist. Ich glaube, diese Flussblutfliege ist etwas verwirrt. Aber wir erlösen sie natürlich von ihrem Leiden. Ich wette mit euch, der muss irgendwo hier sein. Warum ist das übrigens nicht der Treffpunkt, der vom Ring des Wassers gewesen ist? Das ist viel abgelegener, die Hütte hier. Nee, aber hier ist tatsächlich gar nichts. Kein Duster, weit und breit. Aber hey, immerhin ein bisschen was zum Farmen hier. So ein paar Viecher, die wir weglooten können. Ich ziehe mir nochmal schnell einen Speedtrank rein, dann geht das alles ein bisschen schneller hier. Nein, jetzt habe ich zwei getrunken, nicht Dolly. Ich wollte das Weinröschen hier mitnehmen. So. Fuck,
Farmen wir nochmal schnell ein paar Erfahrungspünktchen hier. Hätte mich übrigens auch nicht gewundert, wenn Orks in dieser Hütte da gewesen wären. Und noch so ein Orkspeer oder so. Gegenteil, das hätte ich sogar eigentlich ganz cool gefunden. Tja, und hier ist absolut gar nichts. Nichts und niemand. Tja, okay, dann muss ich wohl noch weiter ein Stück südwestlich gehen. Erinnert ihr euch dort an der Stelle in der Höhle, wo man sich immer hin teleportieren kann? Eventuell ist er dort, weil das würde von der Himmelsrichtung eigentlich ganz gut passen, südwestlich. Von der Beschreibung her, you know? So. Ich habe jetzt mal kurz mit Maus gekämpft. Ah, nee, da unten ist er. Okay, der ist doch in der Nähe. Aber warum wartet er dort mit Soldaten? Das verstehe ich nicht. Naja, ich werde es rausfinden. Ich hätte schon ganz gerne so die ganze Rekrutierungssache in dieser Folge erledigt. So, das sind Jungs von der Stadtwache, okay. Hey, warte mal, was? Staubtuch! Hey. Wie geil, Alter. Da bist du, ihr habt dich gesucht. Tutaj jesteś. Właśnie cię szukałem. Nie? O co chodzi? Jestem teraz trochę zajęty. Mam specjalne rozkazy od Rodericha. Auftrag von Roderich hat er. Ich habe ein Jobangebot für dich. Also erstmal fragen wir, was ist los? Jak się masz? Ciągle myślę, jak przekonać wyżej postawionych ode mnie ludzi do chętniejszego korzystania z prochu w walce. To by nam przecież dało przewagę nad orkami. Mhm. Mam dla ciebie propozycję pracy. Przygotowuję się do wyprawy i potrzebuję eksperta od pozbywania się sporych ilości głazów. Twoim zadaniem byłoby koordynowanie górników i ewentualne użycie prochu, tak byśmy mogli bez większych trudności zbadać całe ruiny. Sam nie wiem. Mam już całkiem przyjemną posadę w straży. Nie wiem, czy w tym momencie potrzebuję zmian. Okay, der überlegt, er weiß nicht, ob er jetzt die Wache verlassen möchte. Für die benötigte Ausrüstung halten Sie eine gesonderte Kaution. Sie können so viel Gold aus dem Tresor mitnehmen, wie Sie tragen können, aus dem Tempel wahrscheinlich. Będziesz mógł zabrać ze skarbca tyle złota, ile tylko uniesiesz. Czyli mówisz, że będzie tam cały skarbiec do ogołoszenia? O, przyznaję, brzmi to zachęcająco. Ja, und du erhältst eine Kaution. Otrzymasz specjalny zadatek na potrzebne wyposażenie. I to ja rozumiem! Bez porządnego prochu i solidnych lądów nie ma nawet co myśleć o wysadzeniu. Okej, 400 gold. Świetnie! To powinno w zupełności wystarczyć. To jak będzie? Mogę na ciebie liczyć? Jest jeszcze jedna sprawa. Nie mogę się stąd ruszyć, dopóki nie załatwię tej sprawy z byczkami. Bezpośrednie rozkazy od Rodericha, sam rozumiesz. Sam bym wszedł, ale... Niezbyt przepadam za wysokościami, a tym głupkom nie powierzę więcej mojego prochu. Jedną beczkę już rozbili, wchodząc po drabinie. Weź te dwie beczki, wejdź na górę i rozstaw z jednej i drugiej strony tej kłody. Tylko uważaj, żebyś nie spadł. Wolałbym nie zbierać twoich resztek ze ścieżki. Okej, ich muss jetzt oben... ich muss jetzt hier hochklettern. Und muss da... Wie schnell ich klettern kann, das ist ja cool. Muss jetzt hier auf beiden Seiten, Pulverfässer platzieren. Okay. Ne, erstmal gehe ich hier rüber. Hier stellen wir ein Fass auf. Warum auch immer. Ach so, ich verstehe jetzt. Der will den Zugang zur Stadt hier blockieren. Okay, macht Sinn. Damit die Orks nicht weiter vorrücken können. Ui! Hey, ty. Alles bereit. Wszystko gotowe. Doskonale sobie z tym poradziłeś. Czuję, że będziemy się świetnie dogadywać na naszej wyprawie. A z ciekawości, bo przez to całe zamieszanie zapomniałem spytać, gdzie dokładnie wyruszamy? Do ruin Vardal. Vardal? Przecież ta twierdza jest przeklęta! Nie słyszałeś tych wszystkich legend? Spokojnie, byłem już tam z magiem wody Riordianem i oczyściliśmy cały przedsionek. Resztą zajmie się cały oddział wyszkolonych wojowników. Twoim zadaniem będzie jedynie dopilnowanie, byśmy mogli przejść. Dobrze, skoro tak mówisz, obyś wiedział, co robisz i niech ten skarbiec naprawdę będzie pełen złota.
So. Was mit den Fesseln i anderen Wachen jetzt? A co z tymi beczkami i pozostałymi strażnikami? Jeden z chłopaków zostanie na straży i będzie pilnował przejścia. Jeśli zobaczy, że orkowie chcą przejść, to zawali pół tego wzgórza prosto na ich puste łby. A, okej, okay, verstehe. Kannst du mir das beibringen? Czy oprócz wysadzania znasz się też na bardziej tradycyjnych metodach wydobywania minerałów? Owszem, mam za sobą trochę doświadczenia jako górnik i mogę ci udzielić paru lekcji. Oczywiście nie za darmo. W tych czasach trzeba sobie zorganizować kilka źródeł dochodu, by być pewnym jutra. Ja, okay, der kann mir noch ein bisschen was beibringen, aber scheiß auf. So, ja, ich verstehe. Okay, also sobald die Orks da kommen, wollen die das hier sprengen und dieses Felsmassiv hier über den Jungs zusammenbrechen lassen. Okay, jetzt müssen wir nur noch nach Silbach, um den Havard zu rekrutieren. Und dann haben wir eigentlich alle. Dann haben wir eigentlich alle Jungs am Start. Und dann meine ich vier Krieger und den Varin und den Duster. Und dann können wir eigentlich loslegen. So wie ich das jetzt sehe. Ja. So, wir teleportieren uns nach Siedelbach. Ah, ne, zur Lurkerküste dann in dem Fall. Uiuiui, gruselig. So, natürlich ein bisschen dunkel, Leute. Ich mache euch ein kleines Lichtlein, damit ihr auch was sehen könnt, ja? Meine schöne Axt begutachten könnt, wie sie da so schön an meinem Rücken hin und her schwingt. Oha, Orkhund, das bedeutet Speer in der Nähe. Oder auch nicht. Whatever. Ah, da vorne. So, nur ein toter Ork ist ein guter Ork, das wissen wir. Ach komm, dann nehme ich dich jetzt halt auch noch mit. Whatever. Das gibt halt echt viel Erfahrungspunkt, ne? Das kann man echt nicht. Und der Loot ist auch nicht zu verachten. Also, es lohnt sich echt schon, die Leute von Volker mitzunehmen. Das ist schon, ja. Ist schon verlockend. Kann man nicht leugnen. Ich weiß gar nicht, ich hab. Hier, pass auf. Ja, da muss ich jetzt durch, ne? Ist ja klar. Ich hab den Hund getroffen anscheinend. Was ist denn da? Wenn ich in Silbach bin, muss ich direkt noch Bolzen herstellen. Oh, das war wieder ultra in letzter Sekunde. Das war mal wieder echt in letzter Sekunde. Okay, ich werde jetzt versuchen, mich nicht zu heilen. Ich halte mich jetzt nach Silbach. Jedna cholerna bestia mniej. Das ist aber, wenn ich so drüber nachdenke, ich könnte natürlich auch mich vorbereiten im Sinne von, ich könnte mir nochmal Essen zubereiten und so ein Kram. Ey Leute, tut mir leid, echt, aber ich muss da jetzt mal rein. Und die geht einfach zu ihrem Mann rüber, passt ja. So, jetzt ist es wieder Tag und ich bin full healed. Das ist schön, so soll es sein. Das ist fein. Okay, jetzt ist das Licht... Ah gut, ist ja nicht verschwendet in dem Sinne, weil ich habe ja eine Rune gehabt. Okay. Wir waren doch... Ah ne, die sind jetzt irgendwie weg. Alles klar, soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Ich glaube, der Havard, der hat ja eigentlich einen guten Grund, warum er in die Vardal-Festung gehen soll. Es geht immerhin um seine Vorfahren, so, weißt du? Okay, jetzt bin ich derjenige, der Hilfe braucht. Teraz to ja potrzebuję twojej pomocy.
Ruszam do ruin Vardal i szukam godnych wojowników. Vardal? Ale to przecież miejsce spoczynku Wolfzaka i naszych poległych braci. Co chcesz tam zrobić? Poszukuję pewnego artefaktu, który pomoże mi przekonać magów wody do interwencji w sprawy wyspy. Honorowy i chwalebny czyn. Archolos potrzebuje, szczególnie teraz, mądrych i roztropnych ludzi, by nie pogrążyć się w całkowitym chaosie. Wyruszę z tobą do ruin chwały moich przodków. Ty zdobędziesz swój artefakt, a ja będę mógł pomóc moim braciom odzyskać wieczny spoczynek. Ich wollte gerade sagen, da geht er wahrscheinlich freiwillig hin, weil es geht ja um eine höhere Sache. So. Ja, jetzt sind wir hier, jetzt machen wir noch schön viel Munition. Chin. Oh nein, ich habe ein Messer verkauft, das ist jetzt natürlich schlecht. Okay, da muss ich nochmal ganz kurz handeln. Hey, steht da mal kurz im Ofen, der Boy. So, zeig mir mal, ich brauche hier, da so ein Messerchen brauche ich mal, danke. Czas na mnie. So. Ohne so ein Messer kann ich ja leider keine Munition herstellen. So, das machen wir doch mal direkt. Zwei Pfeile für eine Schraube. Alle Pfeile umwandeln. Damit haben wir schon mal 40 Bolzen jetzt bekommen. Und wir erstellen Bolzen aus schweren Ästen. Okay. Na, immerhin. So, wie viele Bolzen habe ich jetzt? 199, das ist eine gute Summe. Marvin, co u ciebie? Wyglądasz jakoś inaczej. Coś się stało? Ja, Jorn ist tot. Jorn nie żyje, a mnie o mało co nie spotkał ten sam los. Na Hadanosa. Sam nie wiem, co powiedzieć. Byłem pewny, że w końcu go odszukasz. Mam nadzieję, że uda ci się dorwać osobę, która jest za to odpowiedzialna. Gdybyś czegoś potrzebował, to daj mi znać. Ich brauche eine Stärke, Lehrer. Erstmal beklaue ich ihn. Ja, ich brauche was von dir, ich brauche dein Geld. Oh, eine Portion von Marthas Eintopf. Das ist natürlich sehr wertvoll. Ja, apropos Marthas Eintopf, ne? Wir müssen mal ganz kurz irgendwo kochen gehen. Das machen wir jetzt hier mal noch schnell. Eier für Bastian. Okay. Hat offenbar keine. So, was können wir denn jetzt hier zubereiten? Wird wahrscheinlich jetzt nicht so ultra viel sein, aber besser als gar nichts. So. Oh ja, hier, guck mal. Hat noch alles, was geht hier. Oh, Marthas Eintopf. Davon kann man ein bisschen was machen tatsächlich. Drei Stück, sehr gut. Äpfel im Gebäck, das ist auch gut. Je mehr Proviant ich dabei habe, desto besser. Und Heiltränke habe ich auch noch ein paar am Start. Ah, die Marmelade können wir auch noch machen hier, zack. Hier, Gemüse und Pilzkuchen. Das klingt so eklig, wenn ich so drüber nachdenke. Rührei vom Land, das klingt geil. Das klingt sehr geil. Fisch im Bierteig. Zack. So, da haben wir mal wieder ordentlich durchgekocht. Hier können wir noch alte Brotsuppe machen. Klingt ehrlich gesagt nicht so geil, muss ich sagen. Ja, ich glaube, das war's. Okay. Gut, da haben wir uns jetzt noch ein bisschen Proviant. Achso, warte mal, und das ganze Fleisch könnte ich mal auch noch braten, was ich noch dabei habe. Und zwar alles. Da haben wir nämlich auch noch ein bisschen was gehabt. Zack. Gut, jetzt sind wir, glaube ich, gut vorbereitet. Wie gesagt, ein Stärkelehrer wäre jetzt eigentlich noch ganz geil gewesen und noch ein Level Up. Naja, ich sag's mal so. Wer kann mir... Ich check das jetzt nochmal. Wer kann mir denn jetzt hier nochmal Stärke beibringen? Ah, gucken wir jetzt mal. Lehrer in der Stadt. Duck. Extraction-Fähigkeit. Otgar, der Schmied, bietet mir seine Krafttraining. Otgar, okay.
Otgar. Aber bringt er mir überhaupt so viel Stärke bei? Wahrscheinlich ist er beim Limit so, weißt du? Leere andere Standorte. Minor Loaves in der Raxus Merchants Guild. Leerer Schurken-Oase. Denn for a fee. Ja, da will ich ehrlich gesagt jetzt nicht nochmal hintingeln, muss ich ehrlich sein. Leerer Silber. Ach ja, genau. Das kann ich jetzt hier nochmal machen. Ich kann jetzt hier nochmal zu dem einen Jäger-Dude gehen und dem. Hey. Fälle verticken. Hier, Tiertrophäen. Przyniosłem Trofea. Alles. Naja, 35 Gold. Besser als nix. Er hat zwar jetzt keine Häute genommen, aber was soll's. Ja, okay, also den Otgar könnte ich nochmal probieren, ob der mir nochmal Stärke beibringen kann. Andererseits, nee, das bringt's nicht, weil ich brauch ja... Nee, doch, es würde schon was bringen. Komm, das machen wir jetzt. Bring mich in die Stadt. Zur Händlergilde. Weil die Sache ist, ich könnte ja jetzt schon 15 Lernpunkte nochmal in Stärke investieren. Da hätte ich ja 5 Stärke mehr. Das kann schon einen Unterschied machen. Gerade wenn wir jetzt uns in so eine brenzliche Situation begeben. You know? Das kann schon was bringen. Die Frage ist nur, kann der Otgar überhaupt so viel Stärke beibringen? Ich kann mir auch vorstellen, dass er beim Cap ist und sagt, ey, sorry, Mann, ich kann dir nicht mehr als 100 oder so beibringen, weißt du? Kann auch sein, dass der jetzt hier... Hey. Sagt, nee, Alter, tut mir leid. Kannst du mir was beibringen? Pewnie. Ja, oczywiście. Aha. Möchte mit dem Training beginnen. Hä? Ja, Mist, jetzt habe ich den Text weggeklickt. Naja, offenbar geht's nicht. Also, was soll's. Dann werden wir uns jetzt zu Vardal begeben. Und werden mit dem, was wir haben, dann dort quasi aufräumen. Ich bin ja gespannt, ob die jetzt schon da sind, ne? Aber ich denke mal schon. Ja, die sind jetzt alle schon hier. Sehr cool. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Ja. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dann mit unserer zusammengestellten Expedition dann hier in die Ruinen reingehen. Hoffe ich jedenfalls. Vielen Dank fürs Zusehen, liebe Leute. Macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Chronicles of Mythana. Ach, Rollos. Macht's gut und ciao.